Servus Leute, aufgrund von Community Feedback gibt es ein paar Balancing-Änderungen, ein Event bzw. Experiment rund um den Flea Market mit nicht founden Raid, Loot-Anpassungen, Inertia, ja, das schauen wir uns alles mal in diesem Video an. Viel Spaß! Den Post zu den Änderungen verlinke ich euch natürlich unten, dann könnt ihr es euch selber mal durchlesen. Die kamen gestern Nachmittag, also Sonntagnachmittag, ich konnte also schon bisschen spielen und mir eine Meinung bilden. Also, hier steht, as an experiment, we removed the found and raid requirement for placing offers on the flea market for PvP und PvE. Also, man braucht keinen found and raid Status mehr, um irgendwas auf dem Flea Market zu verkaufen. Diese, die geblockten Items auf dem Flea bleiben aber, das heißt, man kann nicht hochwertige Munition oder ähnliches oder Level 6, Level 5 Armor auf dem Flea verkaufen. Das bleibt weiterhin geblockt, found and raid oder nicht found and raid, egal. Und, ja, das ist eine Änderung, die haben sich viele auf Twitter gewünscht. Das Ganze ist passiert aufgrund von Community-Feedback. Nikita war selber aktiv auf Twitter und hat sich Feedback geholt und auf Twitter war viel zu lesen. Ja, Found and Raid-Status weg, das war früher viel besser und so. Und wenn ihr mich fragt, das ist recht kurzsichtig gedacht. Das Argument hier ist, dass PvP dadurch besser wird, dass Leute mehr angehalten werden, PvP einzugehen, weil, ja, wenn sie was Gutes einstecken haben, das Risiko weg ist. Und, dass halt das Gear von Spielern mehr wert ist, weil man das dann verkaufen will. Das ist schon richtig, das ist ein bisschen mehr wert. Meta-Gear am Ende, ja, da kannst du auch nicht alles verkaufen, weil da halt wieder Sachen dabei sind, die eh nicht in den Flea Market gehen. Viele Sachen, auch Waffen-Attachments gehen ja nicht rein und so. Von daher, ja, es bringt ein bisschen was. Es bringt ein bisschen was, dass Leute mehr wert sind. Auch Doc-Tags wurden erhöht im Preis. Aber die Negativeffekte sind einfach, ja, viel größer und irgendwie kommt es mir so vor, als ob das nicht jeder realisiert. Also das Erste, was passiert, ist natürlich, die Leute sitzen im Stash und versuchen einfach, ohne in Raid zu gehen, Geld zu machen. Das heißt, sie flippen Items, sie kaufen Sachen vom Trader, die sie kaufen können und verkaufen sie teurer im Flea Market und so weiter. Sie kaufen Sachen aus dem Flea Market und verkaufen sie dann teurer wieder. Das heißt, Geld machen, ohne in den Raid zu gehen, ist wieder zurück. Das war früher ein großes Problem und ich war sehr froh, wo das weg war. Jetzt ist es wieder da und ich hoffe, dass das nicht so bleibt. Also meine Meinung dazu ist, zum Found-in-Raid, kein Found and Raid auf dem Flea Market, das ist keine gute Idee, auch wenn es ein bisschen was fürs PvP bringt, aber die Negativeffekte überwiegen einfach und ich hoffe, dass das bloß bei diesem Experiment bleibt und dass das nicht dauerhaft ist. Dauerhaft würde das, ja, wie gesagt, sich negativ auswirken, sehr negativ auswirken. Und dann schauen wir weiter. Also der Loot wurde angepasst, überall bis auf Streets of Tarkov und Adjusted Loot Balancing on Locations increased the Loot Chance of Rare Loot in Spawning in Locked Rooms. Also, abgeschlossene Räume sollen mehr Loot haben, insbesondere die Marktrooms. Bei den Marktrooms auf Streets bin ich mir nicht ganz sicher, aber die Marktrooms auf Customs, auf Reserve und auf Lighthouse auch sollen wohl gebufft sein. Und ich habe gleich noch einen Clip für euch. Da spawnen jetzt Keycards, da spawnen Keycards. Ich habe auch viele Clips gesehen, also die Keycard-Spawn-Rate wurde da erhöht. Man findet Waffen, ja, Valuable Items, aber die Keycards sind wirklich das Interessante. Also da ging PvP ging richtig ab. Rund um die Marktrooms aufs Customs habe ich selber erlebt und habe ich dann auch noch ein Gameplay-Video für euch in der Zukunft, in den nächsten paar Tagen. Das kommt auch noch. Und es ist ein bisschen zu viel. Die Keycards spawnen zu oft, finde ich. Also die Preise verfallen auch schon deutlich. Die Frage ist, ist es Absicht, dass sie vielleicht die Keycard-Preise runterdrücken wollen? Ist es jetzt bloß mit dem Event oder bleibt das so? Aber ich glaube, das Event ist wirklich bloß das Found in Raid und Labs for free, also Labs, keine Labs-Karte, wenn man auf Labs will. Das haben sie aber auch schon wieder zurückgenommen nach einem Tag, weil es war wohl so, dass auf Labs wirklich viele mit nur einer Pistole als Hatchling unterwegs waren und da schnell den guten Loot abgreifen wollten. Ab in Container, ne? Und Found and Raid ist jetzt eh egal. Also, das haben sie schon wieder zurückgenommen. Dann eine sehr gute Änderung. Inertia wurde ja genervt, sag ich mal. Also Inertia 20% zurück. Für alle, die nicht wissen, was das ist die Trägheit. Wenn man links, rechts safe, wie schnell, ja, letzten Endes das Movement reagiert. 20% weniger, also alles ein bisschen direkter. Man kann 15%, man ist 15% später erst übergewichtig. Also hier, ne, ich glaube, bei mir waren es so 32 und jetzt sind es 34,5 Kilo, ab denen ich übergewichtig bin mit Stärke Elite. Und dann hat man 15% mehr Stamina, also gute Sache. Ein bisschen was fürs Movement getan und es fühlt sich echt gut an, insbesondere das mit Inertia, finde ich gut. Gym gibt jetzt mehr Skill Points, dann auf Interchange ein paar mehr Scavs, okay. Dann Flea Market wurden die Slots geregelt. Dann PvP-Ammo ist jetzt bei Prepper Level 4 kaufbar. Also 9mm, die beste 9mm Ammo PvP ist jetzt bei Prepper Level 4 kaufbar.
Macht 9mm ein bisschen interessanter, aber 9mm an sich ist immer noch kein gutes Kaliber, selbst mit PvP. Aber ist eine gute Sache, ist auch kein Fehler, weil schließen die SMGs mit 9mm vielleicht ein bisschen in Richtung der anderen Waffen auf, werden aber trotzdem nicht ins Meta rutschen. Und dann hier PMC Dogtags sind mehr wert. Also nicht viel, man wird jetzt dadurch nicht reich, aber sie bringen ein bisschen mehr Geld. Also soll auch dazu sein, dass man halt ein bisschen mehr auf PvP geht. Großen Unterschied habe ich deswegen nicht gemerkt, aber es war gestern auch so, dass es hauptsächlich bloß um die Marklums richtig zur Sache geht, weil halt jeder die Keycards wollte, von daher. Das ist die Hauptänderung, die gerade PvP in Hotspots fördert, rund um die Marklums. Und dann hier Labs-Event, wie gesagt, haben sie schon beendet. Und ja, ihr könnt mir ja mal in die Comments schreiben, was ihr über diese Änderung denkt. Fountain Raid auf dem Flea Market, ja oder nein? Wie gesagt, meine Meinung ist klar, ich finde Fountain Raid ist wichtig für den Flea Market. Und ansonsten habe ich gleich noch einen Clip für euch, wie ich da den Marktroom auf Customs loote. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, der kommt gleich im Anschluss. Und denkt dran, ich bin nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, wie gesagt, ein Kommentar. Jetzt viel Spaß mit dem Clip und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. Im Sinne, bis denn. Oh, come on. Blue Keycard, let's go! Let's go! Da haben wir sie. Hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Weg mit den Bombs. Ey, die Keycards sind aber, ne, massive Spawns jetzt. And I've been counting days to get away.